Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Und wie es dem natürlich Titel schon entnehmen konnte, sind wir heute auf der Karte Bärstadt unterwegs, denn da gab es ein relativ großes Update und das möchte ich mir hier gerne mit euch gemeinsam anschauen. Ich bin schon mal so ganz kurz mal so über die Karte geflogen, um zu gucken, ob es lohnt, hier eine Folge aufzunehmen. Und ja, ich kann sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt eine eigene FIS-Datei, die wir uns gleich anschauen werden. Und natürlich die Strecke. Das Ganze natürlich mit dem GT6N mit Rammstein Repaint. ja, ihr seht's, ne? 22.06.2019. Das ist bald. Und ich bin nicht da. Fahren wir das Ganze heute hier die Route ab. Und wenn wir das Ganze mal auf die F4-Taste drücken, sehen wir hier oben, ne? Also nach links geht's nicht weiter groß, aber nach rechts, da geht's eine ganze Latte. Ja, so sieht also wie gesagt heute unser Plan aus und ich hoffe natürlich, dass ihr mit dabei seid hier und dass es auch mit dem Ton passt, ich nicht wieder allzu leise bin oder sowas oder so oder. So, also los geht's. Wir starten. Ich habe gelesen, dass wir hier Ziel 15 haben. Wir fahren hier nach Betriebs Alt-Bärstadt. Sonst haben wir hier Congratulations, Good Morning, Happy Birthday, Blue Wolf Repaints, Linieneröffnung, Bärstadt bei... Oh, das ist natürlich auch nett hier eigentlich. Ich weiß nämlich nicht, ob das hier Ansagen gibt. Deswegen würde ich sagen, einfach komm, machen wir das. Ziel... Ja... Was ist das? Ich will das Ziel. Gib mir das Ziel, Keule. Ziel? Also du kannst das nicht leer stehen lassen, oder was? Warte mal, das muss ich mal gucken. So, löschen. Machen wir mal Linie. 0000000. So schildert der halt komplett auf, aber ich kann dann halt nicht mehr auf Ziel. Interessant, interessant. Ich kann nichts eintippen hier. Ja gut, dann müssen wir... Oh, jetzt geht's. Wahnsinn. Keine Ahnung, was das jetzt war. 998, so. Das wollte ich doch die ganze Zeit haben. Und perfekt, so haben wir es. Willkommen in Bärstadt bei Blue Wolf, das ist der Modder. Und ja, von daher würde ich sagen, springen wir jetzt ganz mal rein und fahren hier mal so ein bisschen rum. Schon längere Zeit nicht mal unterwegs gewesen, so. Das stimmt noch nicht. So, jetzt können wir und damit geht's ab. Ich habe mich mal übrigens auch schlau gemacht, dieses Piepen tatsächlich existiert, es ist nur deutlich leiser. Ich habe meinen Vater angesprochen, der ja schon jahrelang bei der Straßenbahn gearbeitet hat und natürlich den Ice Dragon, ob dieses Piepen halt wirklich da ist. Er meinte, dieses Piepen ist ganz, ganz leicht zu hören, aber das ist so minimalistisch, eigentlich überhört man das halt irgendwann, wenn du hier halt das tagtäglich machst. Hier auf jeden Fall wird es definitiv zu laut ausgegeben, dieser Ton. Deswegen wirkt das Ganze für euch wahrscheinlich so ein bisschen ohrenschmerzend. Ja, also ich habe auch gelesen, das soll irgendwie ein wenig leiser gestellt werden mit dem nächsten Update. Ich werde mal hier gucken, dass ich den Ton mal leise mache. Nicht, dass wir hier Gefahr laufen, dass ihr mich hier nachher nicht hört. Ich weiß nicht, das Signal scheint nicht zu funktionieren. So, und dann geht's los. Bin ja gespannt, jetzt mit dem letzten großen Update sind ja jetzt die Ansagen mit dazugekommen. Das heißt, natürlich müssen dementsprechend auch die ganzen, die Routen erstellt werden und alles sowas. Hier wäre es auf jeden Fall cool, wenn man hier noch einen Nachtrag in vielleicht Steam reinpackt oder sowas. Ne? Man kann sich ja da so ein eigenes Diskussionstweet ja da öffnen
um da zum Beispiel so ein bisschen wie die Readme halt einfach da sämtliche Kurse und sonstiges halt da irgendwie eintragen, damit man das halt schildern kann. Weil ich weiß jetzt zum Beispiel nämlich nicht, ob hier irgendeine Haltestelle schon als auch Route hier eingebaut ist. Oder halt vielleicht auch schon Ansagen hier drinnen funktionieren. Ne, also da wäre auf jeden Fall so eine kleine Information, ja, was man eigentlich danach dran kann. Es gibt ja auch, wenn ihr immer eine neue Version hochladet, zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr da einen Eintrag zu machen könnt. Aber bei vielen sehe ich dann halt immer, da wird nichts eingetragen. Warum auch? Es gibt wohl neue Häusersblinds, so wie es aussieht. Oh ja, ja, jetzt knallt es hier an der Performance. Ja, jetzt sind die links der Parkplatz da, wo die ganzen Autos stehen. Ja, da musst du aber gerade ein bisschen knüppeln. Da durfte er gerade ein bisschen knüppeln. Okay, hier neigt sich der Zug leicht. Das ist aber schon von Haltestelle zu Haltestelle schon relativ weit weg, ne? Wirklich schon sehr weit weg. Also wir sind ja nun von da hinten irgendwo losgefahren hier, wo meine Maus hier, von hier hinten sind wir irgendwo losgefahren und dieses lange Stück denn, ne, also es ist schon ordentlich, was wir hier jetzt gerade abgefahren sind. So, wir kommen in Bärstadt, das ist doch ein schönes Bild. So. Gut, dann können wir wieder weiterfahren. Weiter geht's. Die Karte ist natürlich schon im Steam Workshop erhältlich, schon seit einer ganzen Weile. Ich habe gesehen, das letzte Mal Bärstadt bin ich vor 3 Monaten gefahren hier auf YouTube. Schon eine Weile her. Und daraus, ja, dieses große Update jetzt. Ich glaube, das war um die 600, 700, 800 MB groß. Hat sich auf jeden Fall mega gelohnt mal. Schaut mal vorbei. Schon in die Zwangsbremse reingerutscht. Habt ihr schon gehört, dieses Klack. Und hier vorne ist wohl viel Verkehr. Ampel funktioniert aber, so wie ich es da sehe. Ja, Ampel funktioniert. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Karten kommen, wo zum Beispiel DLC-Content mit enthalten ist. Denn ihr könnt ja die Objekte von Tram München da benutzen. Wenn ihr das Addon ja besitzt, könnt ihr dann dementsprechend die Objekte ja auch verbauen. Da bin ich mal gespannt, wann da so mal das erste Mal da irgendwas in der Richtung kommt, dass man dann zum Beispiel dieses Addon-DLC dazu braucht. Sind ja auch hübsche Objekte geworden. Sie sieht sehr schön aus, ne? Ist immer ein bisschen Abwechslung hier drinne. Rübergerutscht jetzt hier.
Entweder ich fahre zu schnell oder die Bremsen sind schwächer geworden. Eins von beiden kannst du dir aussuchen. Ach ja. Hier haben wir so einen kleinen Vorplatz, wenn wir mal jetzt mal hier so rauszoomen. Ja, also. Schön gemacht, ne? Haben wir hier Baustelle. Was hat er denn hier gemacht? Sieht aus wie so eine Parkeisenbahn. Hier hat er eine kleine Parkeisenbahn reingemacht. Das ist ja auch putzig. Ah, das ist ja putzig. Gibt's ja wirklich, ne? Also, gibt halt so eine Glücklichen, ja? Die baut sich dann hier mal so eine kleine Parkeisenbahn hin. Süß. Süß, ja. Das ist eine schöne Idee auf jeden Fall. So, und los geht's. Da ist ein Renderfehler drin, so wie es ausschaut. Ah ja, hier sind ein bisschen viele Renderfehler drin. Ich glaube, ich kann mich jetzt an die Karte erinnern. Ja. Ich kann mich an die Karte, glaube ich, erinnern. Das ist aber echt schon weit vorangeschritten. Ich kann mich an diese Karte, glaube ich, erinnern. Hier war, wo wir die damals gespielt haben, ein bisschen tote Hose. Die Linien lagen, also die Gleise lagen halt schon alles. Ja, da waren hier mal ein paar Häuser, Splines gewesen. Aber so im Groben und Ganzen war die leer gewesen. Ich glaube, ich erinnere mich wieder. So, hier haben wir, wie gesagt, einen Renderfehler drin. Das ist, ja, das kann man schnell wegrendern. Ich glaube, das ist doch kein Häusersplein. Das sind einzelne Häuser. Okay. So, Blue Wolf. Jetzt habe ich deine Karte wieder erkannt. Ja. In letzter Zeit noch ein paar viele Karten zustande gekommen hier. Schöne Objekte hier, die Häuser. Ich kenne die gar nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich muss aber auch gestehen, dass ich schon sehr, sehr lange nicht mehr im Editor war. Um mal zu gucken, was so für Content Lotus mittlerweile mitliefert. Straßenbahn hart vordrang. Und die Türen auf, bitte. Ja, also wenn das Ding nachher wirklich echt fertig ist. Also ich glaube, ich sage das in jeder geführten Folge, ne? Dass wenn Lotus irgendwann mal fertig ist, dass das super wird. Ne? Es wird natürlich ja schon so relativ viel gemunkelt, aber ich gebe ja halt auf diesen Gemunkelten immer meistens nichts. Ich sehe das ja selbst, der Fortschritt, wie es jetzt vor fast einem Jahr war und wo wir heute hier sind. Auf jeden Fall wurde ja nun schon einiges bestätigt, dass er dieses Jahr noch kommen soll, eventuell. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Also ich bin mega gespannt. Also gerade, wir stoßen ja jetzt bald auf das erste Jahr zu. Ich glaube, im September war das gewesen. Ne? Im September wurde, glaube ich, Lotus released halt im Early Access. Und seitdem begleiten wir nun Lotus ja auch schon. Das ist halt einfach schon unglaublich lange Zeit gefühlt. Aber wenn ich mich zurückerinnere, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist vor ein, zwei Monaten passiert. Und ich bin mal gespannt, ob da halt irgendwie was, so Special Highlights, so nach einem Jahr irgendwie kommt. Auf jeden Fall freue ich mich da eigentlich schon ziemlich drauf. Aber halt freuen in dem Sinne, dass ich da halt jetzt mich jetzt nicht abgrundtief jetzt hier auf dieses Datum jetzt versteife oder sowas. Man weiß ja halt selbst, ne? Also wenn man gerade so ein bisschen die ganze Branche kennt oder alles sowas, ne, mit Spielen entwickelt, du kannst es halt nie vorplanen. Du kannst nie richtig sagen, so pass auf, in einer Woche haben wir das geschafft, in zwei Wochen haben wir das geschafft, in drei Wochen haben wir das geschafft. Das kannst du halt nicht machen.
Weil halt meistens, man kennt das halt auch von zu Hause, man kennt es zwar aus persönlich, es kommt immer irgendwas dazwischen. Immer ist irgendwas, ja. Lass es Krankheit sein, lass es das Programm abstürzen sein, Windows hängt sich auf, Windows macht ein Update und da gibt danach gar nichts mehr. Das sind so viele tausende Faktoren, die da mit eingreifen. Deswegen finde ich es halt immer schade, dass dann da halt immer so gemunkelt wird, ja, Lotus wird ja nie fertig oder sowas. Leute, wenn ihr sowas hört, gebt auf sowas gar nichts. Also ich habe jetzt nun, bin jetzt mal so ein bisschen so im Internet mal so durch die Seiten geswitcht, habe auf YouTube geschaut, mal so, wie werten denn die anderen YouTuber denn so den Lotus-Simulator? Und wenn du da das dir anhörst, dann denkst du dir auch so manchmal so, boah, ey. Lasst euch nicht verrückt machen von solchen Leuten, wirklich nicht. Es kann sein, dass der eine oder andere vielleicht recht hat mit seinen Vermutungen, aber es ist. Solange einfach nichts bestätigt ist, gibt einfach darauf nichts. Lotus wird fertig, keine Frage. Lotus wird super, keine Frage. Das spüre ich, weißt du, das ist in mir drinne, dass ich das fühle, dass Lotus großartig wird, wenn es released wird. Und ich bin einfach so stolz, dass ich das Ganze jetzt schon begleiten darf. Und dann höre ich ja auch immer zum Großteil immer so, ja, der Preis, der Preis macht die Musik und hier. Ja, das stimmt schon, ja, 40 € ist natürlich schon eine ordentliche Summe. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, ist absolut nicht gerechtfertigt. Irgendwann ist er ja da und dann bekommt er ja halt auch ordentlich Content. Ja, das ist ja. Dann ist ja denn so, ne? Also, der Content kommt ja denn. Deswegen, also Leute, gebt nichts auf diesen YouTubern, die euch versuchen, vielleicht diesen Simulator schlecht zu reden. Also sobald ich höre, dass da irgendwie was gegen Lotus gesagt wird, höre ich mir das an, bild mir meine Meinung, ja, und dann entweder schalte ich es weg, weil ich mir das Gelaber nicht anhören kann, oder ja, ich gebe da meinen Senf zu, aber das ist eigentlich eher selten der Fall. Weil wir ja letztes Mal irgendwer war das gewesen. Ich glaube, das war der Herr Lebendig gewesen. Der meinte doch, dass alles Blinds und sowas, ja, dass der die ganzen Straßenmarkierungen ja geschnitten werden. Automatisch mittlerweile von Lotus, okay? Was ist denn hier dran geschnitten? Automatisch. Da ist nichts automatisch geschnitten. Wenn ich das mal so betrachten darf. Ich weiß nicht, er hatte das letztens irgendwie noch so in die Kommentare geschrieben, weil ich ja das gelobt hatte, dass ja das Ganze ja schon wunderbar schon geschnitten ist. Und da kam dann so der Kommentar, nö, das macht der Lotus automatisch. Aha. Aber das sieht irgendwie allgemein nicht richtig aus. Das sieht irgendwie überhaupt nicht richtig gerendert aus. Naja. Naja. So, und damit erreichen wir schon unsere Endhaltestelle hier von Bärstadt. Mal ein schönes Update gewesen. Wie gesagt, ich versuche euch da immer auf den Laufenden zu halten, wenn es da natürlich ein neues Update gibt. Diesmal war es Map Bärstadt. Und tja, also dadurch, dass ich sie jetzt hier wiedererkannt hatte, denn zum Schluss hat es den Klick gemacht. Auf jeden Fall von Blue Wolf hier tolle Arbeit. Das kann man absolut stehen lassen. Mir sind es halt noch ein bisschen zu viele freie Flächen, aber das ist ja alles noch Work in Progress. Ja, also mit mehr Polygonen arbeiten oder sowas. Die Linienführung auf jeden Fall sehr interessant, obwohl ich die Haltestellen teilweise echt weit auseinandergerissen finde. Aber vielleicht ist es in Bärstadt ja so, dass man das fast einen halben Kilometer bis Kilometer latschen kann, bis die nächste Haltestelle kommt. Weiß man ja nicht. Auf jeden Fall hat sich das Update doch ziemlich gelohnt. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung so in die Kommentare posten. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts am Himmel schweben sehen, unter der Erde. Sieht auch gut aus. Ich gucke ja da mal so ein bisschen. Auf jeden Fall, was er machen muss, als kleinen Tipp. Als wirklich kleinen Tipp. Also, ich meine, ich weiß, dass das wirklich viel Arbeit ist. Aber hier so eine Riesenlatte an Häuser rein, das sieht schon nicht schön aus. Weil es halt immer die gleichen, dann irgendwie so abwechselnd halt immer irgendwie so ein bisschen machen, damit es halt, weißt du,
Weil, ich meine, wie viel Spätkauf sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Spätkaufs, können die sich alle hier halten? In Bärstadt? Man weiß es nicht. Vielleicht hat er nur Getränke, er hat ein Brötchen, er hat nur Zigaretten. Das kann natürlich sein. Nein, alles gut, alles gut. Also, Blue Wolf, tolle Arbeit. Ich bin mal gespannt auf deine weiteren Updates. Wie gesagt, also, außer dass da hinten an der einen Stelle Bluetooth nochmal neu rendern muss, ist eigentlich das Update vollkommen in Ordnung. Wir haben überall Oberleitungen drin. Und wenn es hier Routen gibt oder sowas, oder vielleicht auch schon Ansagen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Dann testen wir das Ganze hier nämlich nochmal. Dann fahren wir das Ganze nämlich nochmal ab mit Routen und ja, Ansagen. Und sonst ja, soll es für diese Folge schon wieder gewesen sein hier von Lotus. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und das war uns das nächste Mal wiedersehen hier zu einer neuen Folge, weil ich freue mich, dass Lotus existiert und ich freue mich natürlich, wenn ich ein neues Video aufnehmen kann für euch hier. Also damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben, ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.